Guten Tag, mein Name ist Brombi. Ich war einmal ein wunderschöner Schmetterling und hieß Bernd. Bis zu jener Nacht, als der Blitz in den Brombeerbusch einschlug, in dem ich übernachten wollte, war ich mit meinem Leben alles in bester Ordnung. In dieser Nacht hatte ich seltsame Träume. Von Wuschelbubis, die gefährliche Abenteuer erlebten, von Frittenrobo, der mich in seinem Majorgleiter ins Weltall mitnahm, von Mädchen, die mit Schnecken redeten, und Modderschnuppis, die im Laubhaufen lauerten. Als ich am nächsten Morgen wach wurde, nannte man mich Brombi, und meinen Job als Schmetterling war ich endgültig los. Zum Glück traf ich Brombinchen, die dieses Schicksal mit mir teilte. Gerade bin ich dabei, und Schuhe zu basteln, aus handgesägter Petersilie, denn in Zukunft werden wir alle Wege zu Fuß gehen müssen. Aber jetzt muss ich weitermachen, du wirst es nicht glauben. Aber jemand hat das alles hier niedergeschrieben, damit du es lesen kannst. Kommentar unserer Redaktion. Nach all den Aufregen um Sarrazin und seinem Buch lechzte ich förmlich nach Literatur, die mich wieder ruhig stellt und die ich einfach genießen kann. Thomas Konrad ist es mit seinen Geschichten gelungen. Ich kann mich nur bedanken. Die Wuschelbubis und andere Geschichten von Thomas Konrad erschienen im Iris Kater Verlag.